Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Heute das nächste Review der nächsten 96-Spieler und zwar der Dortmund die Krise bereitet hat. Ilas Bebu, seine Informkarte, ist heute unser Spieler, den wir uns mal ganz, ganz genau angucken werden. Und dabei wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung. IG Vault 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN, Microsoft Q, damit ihr kauft Max Gaming TV dazu, meine Social Media Links, Instagram und Twitter. 87 Tempo, 85 Dribbling, 75 Shooting, 73 Passen bei Ilas Bebu, der Togolese mit den 3-Sternen Skills und 3-Sternen Weakfoot. Natürlich nicht optimal, aber trotzdem ziemlich, ziemlich gute Werte. Dazu Hochmittelarbeitsrate 1,83 groß. Das sieht schon mal ziemlich, ziemlich gut aus. Dazu noch 11.000 Münzen. Der Preis passt also auch sehr gut ins Bild. Die Stats an sich sind auch nicht schlecht, muss man tatsächlich sagen, denn gerade die 87 Tempo setzen sie natürlich zusammen aus einer hohen Agilität, einem hohen Antritt und einer hohen Sprintgeschwindigkeit eben das, was sie noch in Realität auszeichnet, oder wenn ich finde, dass er in Realität noch ein bisschen schneller ist als eben das. Dazu kommt ein gutes Stellungsspiel, Abschluss ist nicht so hundertprozentig on point mit 77, geht aber auch, 91 Beweglichkeit ist ziemlich überragend, 86 Balance ist auch sehr, sehr gut, kurzer Pass, Flanken, das sieht alles ordentlich aus, es ist nicht unglaublich stark, aber dazu hat er eben noch 80 Sprungkraft zu sein 1,83 mit ein bisschen Kopfballpräzision, die er dazu noch hat. Das passt also alles ins Bild zu einem sehr, sehr guten Stürmer, mit dem man einiges anfangen kann. Und das kann ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe in den ersten Spielen ein paar Probleme gehabt, aber im Nachhinein, ihr werdet nicht alles in den Highlights sehen, gerade in den Squad-Battles hat sich Bebu sehr, sehr gut gemacht. Ihr werdet hier natürlich nur Highlights sehen aus Online-Spielen und zwar aus Freundschaftsspielen. Und das erste Spiel, da war Bebu der absolute Match-Winner, auch wenn der Gegner mit zwei Mann gespielt hat und dementsprechend nicht so gut unterwegs war. Bebu war überall und das ist das Schöne bei ihm. Die Hochmittelarbeitsraten bewirken, dass er in der Offensive wirklich immer anspielbar ist. Manchmal bringt er sich in ein bisschen blöde Situation. Liegt ganz einfach daran, dass sein Stellungsspiel zwar gut ist, aber nicht ganz optimal. Und dann muss man ein bisschen, ich sag mal, ihn schicken auf ungewöhnliche Pfade. Also Richtung Eckfahne und so. Aber da er flanken kann und da man in der Mitte mit Füllkrug in meinem Squad einen sehr, sehr guten Kopfballspieler hat, passt das auch. Das Geile ist bei Bebu definitiv, dass er ein sehr, sehr schneller Spieler ist, der aber auch Physis hat. Ja? Also er ist sehr beweglich mit 91, was wir gesehen haben, 86 Balance. Und dazu kommt, er hat nicht die niedrigste Physis. Ja? Er hat über 60 Physis und man merkt das. Er kann sich in vielen Situationen durchsetzen. Hier haben wir gerade was gesehen, wozu ich gleich komme. In vielen Situationen kann er sich durchpowern, vor allem mit seinem Körperbau. Das ist sehr, sehr nice. Sein Weakfoot, wie ihr hier seht, ist auch nicht schlecht. Natürlich sind es nur 3 Sterne, aber dieses Jahr, ganz ehrlich, der Weakfoot ist dieses Jahr viel zu OP, wenn man bedenkt, dass teilweise 2 Sterne Spieler Longshots mit raushauen können. Letzte Episode haben wir ja auch Füllkrug gesehen mit dem Forster Weakfoot, der einfach einen Longshot rausgehauen hat, obwohl er nicht mehr perfekt getroffen wurde. Also da werdet ihr überhaupt keine Probleme haben. Das einzige Problem, was ich so ein bisschen habe, ist sein Abschluss. Longshots kann er ziemlich, ziemlich gut. Gerade die Finesse-Shots sind bei ihm extrem stark, muss ich sagen. Also die aus der Distanz, so 18 Meter, 19 Meter, 20 Meter, die macht er gerade in Squad-Battles mit absoluter Regelmäßigkeit rein. Passspiel ist auch in Ordnung. Aber was für einen Stürmer das Wichtigste ist, ist zweifelsohne der Abschluss. Und da hapert so ein bisschen. Natürlich hat er keinen schlechten Abschluss. Er macht seine Tore und er hat bei mir mittlerweile auch mehr Tore als Spieler, obwohl er eben noch Füllkrug neben sich hat und ich einige Online-Spiele mit dem Team gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz wird er euch in manchen Situationen enttäuschen. Das kann man nicht verhindern, einfach weil er dieses niedrige Rating hat und eben nur 77 Abschluss und eigentlich ja auch Flügelspieler ist und out of position gespielt wurde von Hannover 96, aber es nervt trotzdem. Wenn er dann mal so einen Finessi macht aus 19, 20 Metern, macht er damit wieder gut, aber gerade diese Chance, bei der er auch meinte, wo wir noch später darauf zurückkommen, sowas ist halt, das muss er machen. Das passiert jedem Spieler mal, aber bei ihm ist es halt wirklich auffällig, weil ihm passiert es relativ oft, dass er hundertprozentige Chancen liegen lässt. Die nicht hundertprozentig sind, lässt er dann nicht liegen, die macht er dann einfach rein, aber wie gesagt, es ist nicht optimal. Ihr habt gerade mal einen Finessi gesehen, auch wenn er nicht hundertprozentig perfekt war, weil er nur einen Pfosten getroffen hat und Füllkrug den Abpraller nicht nutzen konnte, aber die sind schon ziemlich, ziemlich stark. Das Negative noch bei ihm, was man betrachten muss, ist, dass er Togolese ist. Das heißt, er spielt in der Bundesliga, was eine gute Liga ist. Hannover 96 nicht der optimalste Verein, um Spieler zu verlinken, weil so viele gute Spieler gibt es da nicht. Klar ist Füllkrug eine gute Karte, aber wenn man nicht gerade diese Stürmkombination spielen möchte, sieht es danach schon ein bisschen mau aus, gerade für Ultimate Team. Und Togo, naja, also Adebayor gibt es und dann hört es eigentlich mit Togo auch schon fast wieder auf. Gakpé gibt es noch, aber das ist halt alles nicht optimal.
da muss man ja eine Idee haben, wie man ihn verlinken möchte. Wenn man irgendwie ihn mit Weak Links spielt, im 4-1-2-1-2, quasi linkes Mittelfeld mit ZOM verlinkt, den ZOM mit dem Stürmer und dann ihn auf eine linke Stürmerposition stellt, dann geht das. Aber ansonsten ist es nicht hundertprozentig einfach. Dafür kostet er aber auch quasi nichts. Und gerade für die 96-Fans unter euch ist es halt ein Pflichtkauf. Ja, es macht unglaublich Spaß, mit ihm zu spielen, eben weil er so schnell ist. Er ist agil, er hat nicht unbedingt das Flair, also er hat keine Forster Skills oder sowas, aber er hat so ein gewisses spielerisches Flair. Ich weiß nicht, wie ich das genau erklären soll. Er ist einfach spektakulär in der Art und Weise, wie er seine Tore schießt und wie er sich in Situationen oder in Räume reinbewegt. Wie gesagt, das Stellungsspiel ist nicht optimal, teilweise werdet ihr ihn auf der Außenbahn finden, aber dann die Laufwege, halt auf die Außenbahn, die sind ziemlich, ziemlich nice und auch sowas hier beispielsweise, einfach im 16er einen Ball und dann sehr, sehr schnelle Reaktionszeit und sehr, sehr schnelle Ballverarbeitung in Kombination mit seiner Agilität und seinem Dribbling, ihr werdet keine Probleme haben damit, auch mal um Gegenspieler rumzugehen wirklich, nicht nur mit Tempo, sondern halt eben auch mit Dribblingfähigkeit, hier seht ihr es, im 16er den Ball kontrolliert, wunderbar, alles klasse, das ist schon wirklich nicht schlecht und dementsprechend kann ich euch die Karte auch auf jeden Fall weiterempfehlen, gerade in 96-Fans. Wie gesagt, es gibt in der Bundesliga sicherlich bessere Stürmer und gerade auch welche, die leichter zu verlinken sind. Timo Werner fällt mir da spontan ein, der ein sehr, sehr ähnlicher Spielertyp ist. Der hat vielleicht nicht so die Körpergröße, aber der ist dafür sprungstark und kann kurzen Kopfbälle. Und aber für mich definitiv kein schlechter Spieler, aber auch kein überragender, kein Zlatan Ibrahimovic und auch nicht ganz so stark wie Niklas Füllkrug. Auch wenn ihr sehen werdet, das Rating am Ende, was ich ihm gebe, ist ziemlich, ziemlich gleich, denn es ist auch eine 7,5. Ich habe ihn trotzdem unter Füllkrug gesetzt. Das jetzt liegt ganz einfach daran, dass ich Füllkrug ein Stückchen stärker fand, aber ich finde bei Bebu halt auch nicht so viel zu kritisieren, dass ich rechtfertigen könnte, ihm nur eine 7,0 zu geben und ich möchte es eigentlich in 0,5er Schritten machen. Zumindest zum Anfang jetzt noch, wo es noch nicht so viele Spieler im Benchmark sind. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mit Bebu gespielt habt, wie ihr ihn fandet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Spieler als nächstes bei Deal With haben möchtet und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Checkt die Links in der Beschreibung. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein und ciao.